Ein Favorit zum Verbinden zwei unterschiedlich starker Schnüre oder sogar aus unterschiedlichem Material. Ich habe hier einmal eine Mono und einmal eine geflochtene, was ja beim Federfischen oder so sehr gerne gemacht wird, ist eine einfache Verbindung und zwar mit einem Grinnerknoten und zwar einem doppelten, das heißt, ich binde zwei. Ich lege also einfach beide Schnurenden, leg das nochmal ein bisschen zur Seite, so nebeneinander und fange jetzt, egal auf welcher Seite, fange ich an. Ich habe jetzt hier die geflochtene und hier die Mono, lege jetzt ein Öhr und guck mal, ich habe das Öhr gelegt und habe hier oben die Mono und die geflochtene, ne? Und komme jetzt her und tue beide Schnüre, da muss ich nur drauf achten, Moment, das ist etwas verrutscht, ich fange nochmal an, und tue beide Schnüre. Hier muss ich darauf achten, mit dem Ende der Schnur drum gehen. Ne? Ihr seht, das ist Ende, immer um beide Schnüre rum. Das kann ich also, wenn, das kann ich nachts machen, weil da kann ich nichts verkehrt machen. So, dann tue ich den einfach nur mal erstmal leicht anziehen. Noch nicht so fest, weil dann klemme ich das ein. So. Und jetzt mache ich das auf der anderen Seite mit der geflochtenen Schnur. Ich muss das immer so ein bisschen rumdrehen. So, mit der geflochtenen Schnur mache ich das ganz genauso. Gehe auch um beide rum. Okay. Und ziehe das an. Das Schöne dabei ist hier, Moment, ich kann das jetzt wieder zurücklegen, dann seht ihr es besser. Das anziehe. Ich habe jetzt die Schnüre nicht miteinander verknotet, sondern ich habe auf jede Schnur, auf die Schnur, einen Knoten oben drauf gebunden. Tue die jetzt einfach die beiden Schnüre gegeneinander, die Knoten zusammenziehen. Komme her, ziehe die ganze Sache nochmal nach. Das ist ein unwahrscheinlich einfach zu bindender Knoten und von einer enormen Tragkraft. Und kann jetzt herkommen, dann den ganz kurz abtrennen, abschneiden, wie wir sagen. Und ihr seht auch hier, ein gutes Gerät, das so eine Zehner geflochten schneidet. Das ist also, gehört dazu. Und dann habe ich eine schöne Verbindung, ohne dass ich die Schnüre miteinander verknotet habe, sondern ich habe auf jede Schnur einen Knoten gebunden und die laufen dann gegeneinander, die rutschen gegeneinander und halten die ganze Sache fest. Wiederum als Nahaufnahme. Die beiden Schnurenden nebeneinander legen, auf einer Seite anfangen und beide rum. Dann einfach langsam anziehen. Ihr seht, er zieht sich langsam da drauf. Okay. Auf der anderen Seite genau das Gleiche machen. Mit dem anderen Ende der Schnur. Wenn das so kurz ist, einfach mal ein Stück durchziehen. Das reicht schon. So, ich muss jetzt nur über den Knoten. Ihr seht, wieder auf die Schnur den Knoten gebunden. So, das einfach wieder rum. Jetzt habe ich die beiden Knoten da und da nass machen, gegeneinander ziehen. Ich sie ganz fest ziehe, die Knoten nochmal nach, vor allem von der Mono. Dann kann ich die voll zusammenziehen, die Enden kurz abschneiden. So, und dann habe ich eine tolle Verbindung, die ich nicht verknotet habe, sondern habe auf die Schnüre einen Knoten gebunden, die gegeneinander rutschen.